Herr Timmermann, Sie haben damals regiert. Sie haben dieses Gesetz gemacht. Und deshalb müssen Sie auch die politische Verantwortung tragen. Sie haben die Fach- und die Rechtsaufsicht vom Bundesfinanzministerium über die BaFin. Und deshalb müssen Sie sich auch zurechnen lassen, was die BaFin gemacht hat. Die BaFin hat nichts gesehen, nichts gehört und nichts gesagt. Das ist das, was Sie sich anheften lassen müssen. Das sagte der. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Ja, Herr Präsident, Sie sagten eben, dass Sie ein bisschen großzügiger heute sind. Ich sehe trotzdem zu, dass ich zu Ende komme. Beiträgen. Wer sind die Schuldigen? Die Schuldigen sind die Wirtschaftsprüfer. Die Schuldigen sind bei der DPR zu suchen, bei der BaFin, nicht zuletzt aber auch beim Bundesfinanzministerium und der Bundesregierung. Kollege, wir haben es hier mit einem großen Sumpf zu tun, den müssen wir austrocknen. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir einen Untersuchungsausschuss bekommen werden. Und dann werden wir gucken, wer alles Verantwortung hierfür trägt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege, wenn Sie sich jetzt dafür einsetzen, dass auch die AfD-Fraktion Reden zum Protokoll gibt, dann haben Sie die 40 Sekunden obendrauf verdient. Ja, es tut mir leid, aber bei 5-Minuten-Beiträgen der Aktuellen Stunde sollte man das schon einhalten. Jede Minute obendrauf heißt eben noch mal eine halbe Stunde hinten dran. Nächste Rednerin ist die Kollegin Janzelle Kiesel-Thebe, SPD-Fraktion. Das Glas ist so halb. Hat hier die AfD draufgefunden? Nein, Frau Kollegin, es ist ein neues Glas hingestellt worden und für die Temperatur dieses Glases trage ich keine Verantwortung. Auch nicht für den Inhalt. Es handelt sich um reines Wasser. Nun stellen wir fest, dass die einen, die Linken, im Spiegel heute seinen Rücktritt fordern. Ich hätte mich gefreut, wenn die Linken damals so konsequent gewesen wären bei Gregor Gysi, der als Parteivorsitzender der SED-PDS viel Geld in das andere Land gebracht hat, wo immer noch nicht feststeht, wo das Geld ist. Wenn man da so konsequent gewesen wäre, dann wäre das richtig gewesen. Auf der anderen Seite in diesem Haus, und da ist das U wieder, da hören wir den Untersuchungsausschuss, der gefordert wird. Ich würde mich freuen, liebe AfD, wenn ihr überhaupt im Ausschuss anwesend wärt, weil nämlich als Herr Hufeld befragt wurde, steht Ihr Finanzer vorne vor der Presse und gibt die ersten Statements ab. Das kann gar nicht funktionieren. Also man muss nicht nach Untersuchungsausschuss rufen. Macht lieber eure Arbeit im Finanzausschuss. Rund 5,5 Milliarden Euro hat das Bundesbildungsministerium im Digitalpakt Schule vor über einem Jahr dafür bereitgestellt. Doch die versauern auf dem Konto der Bundesregierung. Lediglich ein Bruchteil, nämlich 125 Millionen Euro, wurden den Schulen bislang ausbezahlt. Das sind gerade einmal 2,5% des Gesamtvolumens. Und was macht Ministerin Karliczek? Statt einen Weg zu finden, wie das Geld an die Schulen kommt, zuckt sie nur mit den Schultern und zeigt auf die Länder. Frau Karliczek, das ist Arbeitsverweigerung. Wie ist sie denn? Großartig. Vielleicht mag sich jemand ausrichten. Und Sie kritisieren, dass die Prozesse in den Ländern oftmals zäh laufen. Das stimmt auch. Aber dann schauen wir doch auch mal genau hin, wie schaut es denn aus in Ländern, in denen Sie Verantwortung tragen? Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder auch in NRW. Ich kann Ihnen da nur eins sagen. Beim Thema Mittelabfluss sind die Top 3 Bundesländer Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen. Das sind alles Kultusminister, entweder von der CDU oder von der SPD. Also bevor Sie hier ständig uns im Bund für Fragen, für die wir auch gar keine Zuständigkeit haben, nachher die Schuld in die Schuhe schieben, machen Sie erstmal in den Ländern die Hausaufgaben und sorgen Sie da dafür, dass die Mittel auch entsprechend abfließen. Frau Schulz-Asche beschwert sich, dass sie nicht genügend Zeit hatte. Und bei, naja, aber egal. So, und Sie haben gesagt, und das ist auch völlig richtig, dass ein Gesetz im Verfahren verbessert werden soll. Aber was wir hier haben, und ich habe dieses Gesetz wirklich von Anfang an begleitet und beobachtet, Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht, mit Aktivisten geredet, mit Leuten, die beatmet werden, ja. Und jetzt seien Sie mal ruhig, weil das ist kein Konflikt hier zwischen den drei demokratischen Oppositionsfraktionen und der SPD. Halten Sie einfach mal die Luft an, sondern ich will jetzt was mit Herrn Spahn klären. Sie haben von Anfang an gewusst, dass es eine Gruppe gibt von beatmeten, dauerhaft beatmeten Patienten, bei denen es auch keine Entwöhnung geben kann, ja, die zu Recht befürchtet hat,
weil der erste Entwurf in dieser Frage ganz klar gewesen ist, dass es grundsätzlich die Möglichkeit geben soll, dass der MDK über eine Verlegung in besondere Wohnformen entscheiden können soll. Und jetzt muss man sagen, wir sind 50 Wochen später. Und diese Menschen haben 50 Wochen lang richtig Angst gehabt. Und ihre familiären Strukturen, schon wenn es darum geht, eine Schulbegleitung zu beantragen, das abgelehnt wird, ist das für Familien richtig brutal hart. Ich weiß nicht, Herr Minister, ob Sie sich vorstellen können, was es bedeutet, wenn Familien 50 Wochen lang, Menschen 50 Wochen lang Angst davor haben, in ein Heim verlegt zu werden. Und warum haben Sie, Herr Minister, nicht vorher eingelenkt? Warum haben Sie nicht an der Stelle signalisiert, dass Sie einsehen, dass es gesetzliche Klarheit braucht, um das Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderung hier klar zu regeln? Warum haben Sie das nicht gemacht, sondern haben diese Leute in Angst gelassen? Und warum haben Sie gestern im Gesundheitsausschuss sinngemäß behauptet, dass für diese Angst die Oppositionsfraktionen zuständig seien, dass wir diese Angst ausgelöst hätten? Warum haben Sie das gesagt, wenn doch im Entwurf klar gewesen ist, dass diese Angst berechtigt gewesen ist? Warum haben Sie dieses Leid verursacht, Herr Minister? Zuerst einmal, soweit ich mich erinnere, waren Sie gar nicht anwesend. Aber unabhängig davon, ja, ich finde schon, wenn man hier zitiert, dann sollte man wenigstens dabei gewesen sein. Aber unabhängig, ja, unabhängig, waren Sie zugeschaltet dann. Sie waren jedenfalls nicht im Raum. Dann entschuldige ich mich, Sie waren jedenfalls, was regt ihr euch denn? Ich habe Sie nicht gesehen. So, Sie waren zugeschaltet, was ich nicht wusste. Wir müssen uns alle offensichtlich daran gewöhnen, dass wir Ausschusssitzungen mittlerweile so machen, dass wir uns nicht mehr alle gegenseitig sehen. Ist doch jetzt gar kein Anlass zur Empörung. So, zum Zweiten habe ich ab dem ersten Entwurf, ich kann mich noch sehr genau erinnern an dem ersten Tag der Debatte, ich habe die nämlich mindestens so intensiv geführt wie Sie, ob Sie es mir glauben oder nicht. Und am Ende mit dem gleichen Ziel. Ab dem ersten Tag gesagt, dass das, was Sie gerade wieder unterstellt haben, zu keinem Zeitpunkt unsere Absicht und unser Ziel gewesen ist und dass wir am Ende eine Gesetzesformulierung finden werden, die genau das sicherstellt. Und genau das habe ich vom ersten Tag an gesagt. Die Menschen in diesem Land, sie sind keine Ware. Es geht da um das Seelenheil dieser Menschen, die bei ihrer Familie, bei ihren Verwandten zu Hause sein wollen, die sagen, wir haben in den Pflegeheimen teilweise katastrophale Situationen, die tatsächlich sich dann dort abgeschoben fühlen. Die Frage, die ich an Sie habe, ist, wir haben jetzt heute früh 218,5 Milliarden neue Schulden beschlossen. Wir sehen, die Bundesregierung ist jederzeit bereit, hunderte Milliarden Versprechen einzugehen, wenn es um irgendwelche Finanzierungsprogramme der Europäischen Union geht. Warum versucht man hier, die paar Euro bei den Schwächsten der Gesellschaft einzusparen? Also der Umstand, dass gerade ein Vertreter Ihrer Fraktion hier eine solche Bemerkung macht, würde mich jetzt zu vielerlei Kommentaren veranlassen können. Die spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Naja, also wie Sie sich insbesondere zu der besonders betroffenen Gruppe hier von Menschen, die Unterstützung brauchen, verschiedentlich äußern, Vertreter Ihrer Partei. Und dann sich hier so hinzustellen, das ist nicht nur doppelzüngig, da fielen mir auch noch manche andere Worte zu ein. Das will ich Ihnen mal klipp und klar sagen. Bei der FDP scheint es eine gewisse Spaltung zu geben. Da gibt es die Pro-Europäer wie Michael Link, Konrad Kuhle, und da gibt es die anderen, die da eher, sag ich mal, die nationalen orientierten Interessen nach vorne, wie mein Fußballkollege Frank Schäffler zum Beispiel, das ist ganz klar, mit dem ich noch mal drüber unterhalten. Und wissen Sie, woran man die Spaltung merkt bei Ihnen? Wenn einer von dem zweiten Block redet, klatscht immer die AfD. Da braucht man sich gar nicht viel Mühe zu machen, das merkt man dann immer. Das sollte Ihnen in dem Punkt zu denken geben. Vielleicht ist es bei Ihnen möglich, dass man dies noch mal in die proeuropäische, Sie haben viele gute Proeuropäer in Ihren Reihen, dass man dies dort noch mal einbringt. Über die Forderung der Linken und der Grünen nach rechtlicher Verankerung Berichtspflichten kann man natürlich nachdenken. Ja, man kann auch laut dazwischen schreien, das geht immer. Und mit Kopfnoten wäre gar nicht so schlecht bei Ihnen. Wir haben das große Glück, dass es noch weitere Redner der CDU, CSU gibt. Ich muss jetzt dem Kollegen Michael Frieser bedauerlicherweise eine Minute von seiner Redezeit abziehen, weil Sie 50 Sekunden überzogen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind bitte schon bei fast 1 Uhr heute Nacht. Es gibt einen dringenden Appell von mir.
Es gibt, ja, es mag ja sein, es gibt einen dringenden Appell von mir an die parlamentarischen Geschäftsführer, wirklich darüber nachzudenken, wie man das etwas verkürzen kann. Denn wir hatten uns darauf verständigt. Ich verkürze keine Debatte. Sie hatten auch 40 Sekunden drüber, Herr Böhringer. Wenn Sie nicht mehr Redezeit haben in der Fraktion, tut mir das leid. Das ist keine Frage des Präsidiums. Ich habe darauf hingewiesen, ich lasse das nicht mehr zu, weil wir wirklich eine Verantwortung auch haben, nicht nur gegenüber den Menschen in diesem Land, uns selbst, sondern den Bediensteten des Deutschen Bundestages. Manche kommen nämlich dann gar nicht mehr nach Hause nach 1 Uhr, damit Sie das mal wissen. So, und wenn jetzt viele Leute nicht da waren, ja, woher wissen Sie dann eigentlich, worüber Sie heute abstimmen? Dann gibt es einen Punkt. Wer von Ihnen, Hand aufs Herz, kennt die Beschlüsse der EZB über die Verlust- und über die Risikotragung, wenn das alles schiefgeht, was man da macht? Wer kennt das? Wer könnte das jetzt sagen? Keiner. Also, worüber stimmen wir hier eigentlich ab? Wie können Sie verantwortungsvoll abstimmen? Und wie haben Sie von Montag bis heute die Debatte mit den Steuerzahlern, mit den Unternehmern geführt über dieses ganze Thema, wenn es in die Hose geht und was dann auf Sie zukommt? Wann und wie haben Sie das getan? Habe fertig. Weil ja, natürlich müssen wir gerade jetzt in der aktuellen Krise nach vorne schauen. Und ja, natürlich müssen wir auch die Chancen, die sich aus der Krise ergeben, erkennen und ergreifen. Allerdings scheinen die Grünen die Chancen insbesondere darin zu sehen, dass wir den mehrjährigen Finanzplan mit grün gefärbter Ideologie überfrachten. Und bevor Sie sich jetzt aufregen, selbstverständlich ist der Klima... Sind alle schon eingeschlafen. Ich will mich ja mit den Herren dieser Fraktion nicht weiter auseinandersetzen, aber bitte legen Sie doch mal eine andere CD auf. Wenn man Ihnen so zuhört, könnte man wirklich meinen, dass Sie nach der Corona-Pandemie die größte Gefahr für Arbeitsplätze und für wirtschaftlichen Wohlstand in Europa sind, weil Sie immer noch nicht kapiert haben, dass es in unserem eigenen Interesse liegt, dass es unseren Partnern, unseren Nachbarinnen in der Europäischen Union gut geht. Wenn es den anderen nicht gut geht, sind auch Arbeitsplätze, ist auch soziale Stabilität in Deutschland massiv gefährdet. Und Sie nähren hier die Saat des Hasses und der Missachtung, immer die gleiche Leier, Abschottung. Sie haben den menschengemachten Klimawandel, geleugnet, Sie haben die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Menschen geleugnet und Sie leugnen Solidarität in Europa. Das ist Gift für uns alle. Erlauben Sie mir, dass ich Sie kurz unterbreche und darauf hinweisen möchte, dass ich es als unangemessen empfinde, wenn es längere Gespräche auf der Regierungsbank gibt. Ja, Sie haben ohne weiteres recht. Die Kollegen haben allerdings sowieso kein besonderes Interesse und auch keinen besonderen Sachverstand zum Thema Energiepolitik. Bei letzterem kann ich es nicht beurteilen, Herr Kollege. Ja, aber ich. Dann machen Sie den ersten Teil, ich den zweiten. Wunderbar. Ja, aber die merken es auch gar nicht. Ich habe Ihre Redezeit angehalten. Ja, das ist klar. Und die Linksgrünen sind nun leider für die faktenfreie Historie auf diesem Gebiet verantwortlich. Und wenn sich einmal der Nebel lichtet, ihrer wohlstandsvernichtenden Nebelkerzen, dann wird man sehen, was das Ergebnis gewesen ist. Wir haben also hier hysterische Menschen, wir haben Technologie verhindert und wir haben Wohlstand vernichtet. Und das ist Ihnen anzulasten, allerdings auch in Zusammenarbeit hier mit der CDU-CSU, die hier historisch versagt hat. Und nur weil sie einige Wählerstimmen mehr haben möchte, diese links-grüne Politik mitgetragen hat und eben Steigbügelhalter für diese links-grüne, wohlstandsvernichtende Politik ist und damit eben auch wohlstandsverhindert. Das raufen Sie doch nicht dazwischen. Ich habe auch die Kollegen der FDP gerade gehört, die da gerade zwischengerufen haben. Da habe ich nur drauf gewartet. Wissen Sie was, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wann hatten wir denn die größte Umlagenerhöhung vom EEG-Konto? In welcher Regierungszeit war denn das? Das war nämlich, als Sie regiert haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da ist die EEG-Umlage am größten angestiegen, weil Sie es damals versäumt haben. Sie haben nämlich damals Folgendes gemacht. Die energieintensive Industrie haben Sie rausgenommen, was gut ist. Aber Sie haben es nicht aus der Steuerkasse bezahlt, sondern Sie haben es umgelegt auf alle Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie waren es, die die Energie teuer gemacht haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie waren es von der FDP und Sie haben ja auch gleichzeitig noch den Atomausstieg damals rückgängig gemacht. Und heute wollen Sie von allen nichts mehr wissen. Einfach mal ins Protokoll schauen der letzten Sitzung. So war es. Sie tragen da die größte Verantwortung. Und deswegen ist das, was Sie hier gleich vortragen werden, Frau Weser, sind das Krokodiltränen, die Sie hier weinen. Herr Kremmels, ich glaube, Sie haben vergessen, dass seit 2012
Und wir sind seit 2013 ja gar nicht mehr in der Regierung. Die EEG-Umlage sich verdoppelt hat. Jetzt frage ich nur mal, welche Partei war denn zu dieser Zeit in der Regierung? Ja, also den Status quo zu erhalten, sehr geehrte Damen und Herren, ist ja Ihr erklärtes politisches Ziel. Wir als Freie Demokraten, wir haben da noch ein bisschen mehr vor. Und so darf es bei der anstehenden EEG-Reform unserer Meinung nach nicht so weitergehen. Jetzt hören Sie mal auf, zwischenzureden. Lassen Sie mich doch endlich mal hier in Ruhe meine Rede halten. Sie haben zugestimmt? Habe ich Sie gar nicht genannt? Das ist ein Fehler. Ist nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, dass das Halbzeitergebnis 0-0 ist. So. Herr Bosbach wüsste jetzt, wovon ich rede. Dann sollen Sammelunterkünfte aufgelöst werden und sogenannten Geflüchteten soll angemessener Wohnraum dezentral zur Verfügung gestellt werden. Wo soll das sein, Frau Ley? Bei Ihnen zu Hause? Oder wo soll das sein? So steht es hier geschrieben. Das ist eine Liste der Grausamkeiten für jeden Vermieter, besonders für den privaten Vermieter, der ein, zwei Wohnungen hat und über diesen Weg seine Altersvorsorge betreibt. Und dann muss natürlich dafür gesorgt werden, dass es den Unredlichen, den Schädlingen an den Kragen geht. Das sind die sogenannten Mietnomaden. Also Leute, die von Anfang an keine Miete zahlen wollen, die an sie vermieteten Räume mutwilligen Vandalismus aussetzen und die plötzlich spurlos die Wohnräume verlassen. Herr Mayer, Menschen als Schädlinge zu bezeichnen, ist in hohem Maße unparlamentarisch und in diesem Hause und draußen auf der Straße auch nicht angemessen. Ja. Wollen Sie zuhören, was die Kollegen der AfD alles an Kommentaren haben? Ja, Sie müssen ein bisschen lauter noch sein, Herr Hilse, dann wird es noch besser aufgeschrieben, was Sie alles so von sich geben um die Uhrzeit. Sie allerdings lassen die Mieterinnen nicht nur im Stich, sondern Sie nehmen deren Sorgen und Nöte noch nicht einmal ernst. Dafür, meine Damen und Herren von der Koalition, sollten Sie sich tatsächlich mal anständig schämen. Dabei sollte doch klar sein, dass wir gerade in der Not niemanden zurücklassen dürfen. Was Sie hier machen, insbesondere Herr Lutschak, ist eine Kampfansage an die Adresse der Mieterinnen. Der nächste Häuserkampf geht auf Ihr Konto. Ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf. Grüße nach Fehmarn. Jimi Hendrix. Ja, Jimi Hendrix war auf Fehmarn. Ja, das hat auch was mit meiner Biografie zu tun. Gut. Ich weiß, Love and Peace Festival. Gibt es einen Gedenkstein, stimmt's? Ja, stimmt. Dankeschön, Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Da vorher ein Zwischenruf kam oder eine Kommentierung kam von der AfD, die wir aber nicht richtig gehört haben, werden wir das im Protokoll überprüfen lassen. Ich werde das tun, was ich tun kann. Wir werden das im Protokoll überprüfen, ob Ihnen das passt oder nicht. Ja, wenn es kein Ordnungsruf würdig ist, Ihre Bemerkung, dann werden Sie den nicht bekommen. Und wenn Ihre Bemerkung eines Ordnungsrufs nötig ist, dann werden Sie diesen Ordnungsruf bekommen. Werter Kollege. Herr Kollege Thormel, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.